Moin Moin, hier ist der Zap und jetzt gibt's mal was ganz Neues und zwar Frostpunk von 11-Bit Studios. Das ist ein relativ neues Spiel, das erst vor kurzem rauskam und im Endeffekt jetzt darum, in einem Steampunk London oder überhaupt in einer Steampunk Welt ist eine Eiszeit hereingebrochen. Man weiß gar nicht so genau, warum das passiert ist. Es ist immer kälter geworden und tödlicher Frost hat sich breit gemacht und einen Großteil der Menschheit ausgerottet. Und wir sind Captain eines Fluchtschiffs, was London verlassen hat und nach Norden aufgebrochen ist, weil dort Leute angeblich überleben in Siedlungen mit Wärmegeneratoren und deswegen wollen wir dorthin, um auch überleben zu können. Wir fangen mal gleich an und machen hier ein neues Zuhause, die Hauptgeschichte. Und los geht's. We roam the still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old. Stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty. And for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey, and we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. So, da sind wir. Ein neues Zuhause. Wir flohen aus London und überquerten das Meer, um den eisigen Norden zu erreichen. Unterwegs geriet unser Konvoi in einen Schneesturm, wir wurden voneinander getrennt. Eine Handvoll von uns schaffte es, den Standort dieses Generators zu erreichen, aber alles hier ist eingefroren und verlassen. Warum ist hier niemand? Hat überhaupt jemand von unseren Leuten den Schneesturm überlebt? Sind noch andere da draußen? Was wir auch tun, wir sollten das Schlimmste befürchten, jetzt wo unsere Welt in Scherben liegt. Wir müssen überleben. So, und das ist das hier auch. Das ist dieser Generator, den wir gefunden haben. Und in diesem kleinen, etwas windgeschützten Krater wollen wir jetzt eine neue Siedlung aufbauen. Die Kälte bekämpfen. Wir müssen den Generator zum Laufen bringen. Er versorgt andere Gebäude mit Wärme und Dampfkraft. Ohne ihn werden wir erfrieren. Lagere Kohle ein und starte den Generator. Okay, das machen wir. Das Ding ist momentan halt noch nicht mal in Betrieb. Wir haben 80 Leute, wobei es gibt 3 Sorten von Leuten. Es gibt Arbeiter, davon haben wir 50. Wir haben 15 Ingenieure und 15 Kinder. Und Kinder dürfen nicht arbeiten, außer man erlässt entsprechende Gesetze. Das ist ein wichtiger Punkt in dem Spiel hier. Die Gesetze. Da komme ich aber später noch zu. Ich setze hier erstmal eine... Hier ist das Baumenü. Ich nehme eine Sammelstelle. Eine Sammelstelle
baut Ressourcen ab, die in der Umgebung liegen. Den setze ich da mal so hin. Und dann baue ich eine Straße, die hier so halt dran lang führt. Schon mal der Anfang. So. Wir haben hier oben Ressourcen. Kohle 0, Holz 4. Das ist jetzt auch problematisch. Weil das bedeutet, ich muss jetzt erstmal ganz schnell hier einfach so ohne Sammelstelle da Leute hinschicken, die hier Holz sammeln. Die müssen jetzt einfach so durch den Schnee tapsen. Wenn die in dem Gebäude arbeiten, dann haben die ein bisschen Schutz vor der Kälte. Momentan auch nicht richtig, weil der Generator noch nicht läuft. Aber die müssen ja da Kohle abbauen. Und die hier, die müssen einfach so im Frost jetzt hier durch den Schnee stapfen und dann da arbeiten den ganzen Tag. Und das ist nicht gesund. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Leute werden hier krank, werden unzufrieden, verlieren die Hoffnung. Und wir müssen zusehen, dass wir nicht nur überleben, sondern dass die Leute weitestgehend zufrieden sind, ihre Hoffnung behalten. Und das ist alles gar nicht so einfach. Im Laufe der Zeit gibt es ja dann ganz viel Möglichkeiten, Forschung zu betreiben und so, aber da komme ich dann zu, wenn es soweit ist. Es gibt auch ganz viel Zufallsereignisse oder Ereignisse, die sich einfach so aus dem Spielverlauf ergeben. Hier oben sieht man auch die momentane Temperatur. Man kann ja auch so eine Wärmebildkamera anmachen und da sieht man, es ist alles kühl. Und da gibt es dann ein geringes Risiko, krank zu werden. Momentan sind auch in Anführungsstrichen nur minus 20 Grad. Hier oben ist ein Kalender und hier sieht man schon, hier kommt so ein blauer Marker und nach Tag 4 steht da, die Temperatur wird deutlich sinken, 2 Stufen. Eine Stufe sind immer 10 Grad. Das heißt, in 4 Tagen wird die Temperatur auf minus 40 Grad absinken. Und wenn ich bis dahin nicht in der Lage bin, diesen Generator hier vernünftig zu betreiben, habe ich ein massives Problem. So, hier erstmal Leute zuweisen. Das ist hier diese Sammelstelle, die ist jetzt fertig. Die sagt auch hier, 994 Kohle sind vorhanden in den Vorkommen und 24 pro Stunde können abgebaut werden. 10 Leute können hier arbeiten, die habe ich da jetzt zugeteilt. Hier oben sieht man auch, dass das eine Gebäudeisolierung hat und deswegen ist das da relativ erträglich, was hier unten nicht der Fall ist. Deswegen werde ich hier jetzt nochmal ganz schnell auch eine Sammelstelle hinbauen, die diese 3 Ressourcen hier abdeckt. Und da dann auch eine Straße bauen. Die muss unbedingt hier an diesen Innenkreis angeschlossen werden, damit das vernünftig funktioniert. So, währenddessen habe ich noch ein bisschen Holz über. Natürlich wollen die Leute nicht nur arbeiten, sondern die wollen irgendwo leben. Und deswegen bauen wir ihnen jetzt erstmal ein paar Zelte. Bei der Kälte sind Zelte nicht toll, aber es ist immer noch besser, vom Schnee und Wind geschützt in einem Zelt zu liegen, als einfach so im Schnee zu schlafen. Später können wir dann auch richtige Häuser bauen, aber da müssen wir erst ganz viel forschen und entsprechende Gebäude bauen, dass wir das alles erstmal machen können. So, hier sieht man auch die Leute rumlaufen. Man kann die auch anklicken und Infos über die einholen. Hier ist zum Beispiel Martha Gray. Ihre größte Sorge ist der Mangel an Unterkünften. Und gerade ruht sie sich aus. Sie hat kein Zuhause und ist alleine in dieser Welt. Das heißt, sie hat auch keine Familie oder so. Die kann man hier auch so durchschalten. Aber dazu später mehr. Hier dieser Generator. Der könnte jetzt eigentlich mal anlaufen. Wir haben mittlerweile über 90 Kohle und es kommt auch Kohle nach. Wie man sehen kann, gibt es hier später mehr Dampfstufen. Man kann ja auch noch einen Override anmachen, wo er dann mehr Wärme produziert, aber eventuell durchbrennt. Es gibt Bereichseinstellungen und sowas alles.
So, ein wichtiges Ding in diesem Spiel sind diese gelben Kreise, die ab und zu mal auftauchen. Das sind nämlich Einwohner, die Probleme haben. Guck ich mal, was dieser Einwohner für ein Problem hat. Unterkunftsprobleme. Dach über dem Köpfen ist ein ganz tolles Deutsch, aber macht nichts. Captain, die Einwohner sind verständlicherweise besorgt über den Mangel an Unterkünften. Bei dieser entsetzlichen Kälte im Freien schlafen zu müssen, macht sie krank. Wir sollten etwas unternehmen. So, hier habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten zu antworten. Ich kann sagen, darum kümmere ich mich jetzt nicht, das ist mir jetzt egal. Oder völlig verzweifelt sagen, nee, ich kann nicht. Und ich habe zwei Möglichkeiten, ihnen Angebote zu machen. Ich kann sagen, ich kann es schaffen, in den nächsten 2 Tagen 35 Einwohnern eine Unterkunft zu bieten. Dann sind die einigermaßen zufrieden. Oder ich kann sagen, in den nächsten 2 Tagen schaffe ich es, 70 Bewohnern eine Unterkunft zu bieten. Aber da bin ich nicht zuversichtlich genug für. Also werde ich jetzt hier das erste nehmen und hoffe, dass ich dann 35 Einwohner in Zelte kriege. Das bedeutet, ich muss 4 Zelte bauen. Ich schmeiß schon mal gleich das nächste an, aber ein Zelt kostet halt auch immer 10 Holz. Das heißt, ich brauche 40 Holz, jetzt noch 30 und habe 9, fehlen also noch 21. Aber die Leute haben Arbeitszeiten. Und zwar arbeiten die schon recht viel, von morgens um 8 bis abends 18 Uhr, 10 Stunden lang, dann haben die Freizeit. Hier gibt es eine Meldung, ein Ratschlag. Die Weisheit der Menge. Captain, wenn Forderungen gestellt werden, denken Sie daran, die Leute suchen meistens die schnellste Lösung, nicht die beste. Sie müssen nicht jede Bitte erfüllen. Wenn Sie das Problem auf Ihre Weise lösen, ist das in Ordnung. Okay, ich werde das im Hinterkopf behalten. Danke für den Hinweis. So, hier unten ist auch noch der Anzeiger. Wir haben immer noch 70 Obdachlose. Die Leute sind ein bisschen unzufrieden und mäßig hoffnungsvoll. Aber mehr Zelte geht momentan nicht, weil die arbeiten nicht. Ich könnte jetzt hier im Gesetzbuch ein Gesetz erlassen, Notfallschicht. Kann ich hier mal anklicken, dann ist es noch nicht gleich aktiv. Dann müssen die Leute die nächsten 24 Stunden durcharbeiten. Natürlich werden die sehr unzufrieden. Und die Leute, die da wirklich arbeiten müssen, werden sehr, sehr unzufrieden. Und es ist natürlich auch ein riesiges Problem mit der Gesundheit, wenn die nicht Pause machen und sich irgendwo ein bisschen aufwärmen können. Deswegen versuche ich das erstmal zu vermeiden. So, es ist jetzt Nacht, 21.30 Uhr. Ich stelle mal ein bisschen schneller, weil heute Nacht wird wohl erstmal nicht mehr so viel passieren. Ich hoffe, die Kohle reicht bis zum Morgen. Weil der verbraucht hier 6 Kohle pro Stunde. Also 10 Stunden wird es noch gehen. Ja, bis morgens um 8, ganz knapp, kommen wir über die Nacht, ohne dass der Ofen ausfällt. So, hier oben gibt es immer so Hinweise, hier zum Beispiel Krankheit und Gesundheitswesen, da wird halt hingewiesen, dass unten Kranke angezeigt werden, dass man Sanitätsstationen, Pflegeheime, Krankenhäuser bauen kann. Wenn Leute Erfrierungen haben, muss man eventuell auch Amputationen vornehmen, wo dann Krüppel draus werden, die müssen dann im Pflegeheim gepflegt werden, außer man kann dann später Prothesen bauen und sowas, aber da greife ich jetzt zu weit vor. Erstmal müssen wir zusehen, dass wir hier dann morgen früh noch ein paar Zelte an Land kriegen. Wenn man hier mit der Wärmebildkamera guckt, der Ofen hat halt auch so einen Radius, wo er stärker wirkt. Hier vorne, die direkt am Ofen liegen, und hier die Zelte und so, die sind halt ein bisschen wärmer. Aber auf dem blanken Fußboden vorm Ofen zu schlafen, ist trotzdem nicht so erholsam. So, ein weiterer Tag, eine weitere Schicht, so ist das Leben. Manchmal frage ich mich, welchen Sinn unsere Mühlen haben, sagt Margaret. Da kriegt man dann immer so ein bisschen die Stimmung mit. So, hier gibt's einen neuen Punkt. Ein kritischer
Engpass ist aufgetreten. Die Anzahl der Kranken steigt und wir haben nicht genug Materialien, um eine Sanitätsstation zu errichten. Vielleicht könnten wir mit einer kurzen Schicht konzentrierter Anstrengung die nötigen Rohstoffe sammeln. Das ist das, was ich eben meinte mit dem Notfall arbeiten. Das bringt euch eigentlich, glaube ich, nur noch mehr Leute in Probleme. Da werde ich jetzt nicht drauf zurückgreifen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. So, morgens 6.30 Uhr. Machen wir mal bis 8 Uhr ein bisschen schneller. Die sind so fleißig, die gehen sogar um 7 schon los, damit sie um 8 auf jeden Fall mit der Arbeit anfangen können. So, hier haben wir jetzt unsere beiden Sammelstellen. Hier wird jetzt Metall und Holz gesammelt, weil hier solche Vorkommen sind. Hier sind Stahltrümmer, hier sind Holzkisten, die werden jetzt abgebaut. Und hier gibt es nur Kohle. Natürlich sind das endliche Ressourcen, das heißt, die werden jetzt irgendwie ein paar Tage halten und dann sind die irgendwann weg. Später muss man dann halt Sägewerke oder Kohlebergwerke oder sowas bauen. Hier ist auch zum Beispiel ein Eisenerzvorkommen und sowas alles. Das kommt dann nach und nach. So, wir haben 26 Holz. Ich baue mal ganz schnell mehr Zelte. Ja, auf jeden Fall immer noch so Straßen einplanen. Weil Gebäude können auch nur an Straßen stehen. Das kann ich ja. Ah, hier kann ich auch eine dazwischen ziehen. Das ist ja praktisch, aber da habe ich nicht genug Holz für. Machen wir mal nur so. Die, die momentan nichts zu tun haben, die kümmern sich um die Bauarbeiten. Wenn sich tagsüber niemand um die Bauarbeiten gekümmert hat, weil die Leute alle einen Job haben, dann gehen die sogar nach ihrem Feierabend noch los und basteln dann die Baustellen weiter. Aber so ist das, wenn man überleben muss, da gibt's nicht so viel Freizeit. Und wenn man kurz davor ist zu erfrieren oder zu verhungern, ist auch die Motivation zumindest bei den meisten ein bisschen größer. So, 17 Holz. Muss noch ein bisschen Platz hier lassen, weil ich auch noch ein paar andere Gebäude an den inneren Kreis stellen will. So, mehr Zelte. Nun ist uns das Holz ausgegangen, aber nur vorerst. So, aber dann sollte ich diese Biete-Unterkünfte-Quest hier unten schaffen. Ich bin jetzt schon bei 30 von 35, denen ich Unterkünfte bieten kann. Da es gut läuft, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch die 70 geschafft, aber ich bin da lieber vorsichtig. Wenn das nächste Zelt fertig ist, sollte das hier fertig sein. Ansonsten habe ich hier noch die Aufgabe, die Kälte bekämpfen. Da muss ich den Generator aktivieren, das habe ich schon gemacht. Und ich soll 200 Kohle ins Lager bekommen. Da ich den Generator schon eingeschaltet habe, verbraucht sich auch dauernd Kohle. Deswegen dauert es jetzt ein bisschen länger, die 200 zusammenzukriegen. Aber die produzieren auf jeden Fall momentan mehr, als sie verbrauchen. So, das nächste Zelt ist fertig. Ich habe mein Versprechen gehalten. Schutz vor Wind und Wetter. Alle fühlen sich mit einem Dach über dem Kopf erleichtert, selbst dann, wenn es klappert. Die Hoffnung steigt. Sieht man hier unten, da gibt es so einen kleinen Bonus auf die Hoffnung. Wenn man einen Mauspfeil draufhält, sieht man auch einmal Versprechen gehalten. Für die nächsten 24 Stunden haben die Leute mehr Hoffnung. Aber die immer noch nicht reichen, die Zelte, sind sie trotzdem immer noch unzufrieden. Ich stelle mal da noch eins hin und da noch eins hin und ziehe dann hier noch eine Straße dazwischen.
An diesem Holz hier wird jetzt doppelt gearbeitet. Das sind einmal 15 Leute, die hier so arbeiten. Und dann sind die 10 aus der Sammelstelle auch noch unterwegs. Deswegen wird das auch besonders schnell abgebaut sein. Aber ich muss jetzt am Anfang Oh, da sind sie auch schon weg, die Holzkisten. Aber ich musste jetzt am Anfang erstmal ganz, ganz schnell dafür sorgen, dass die Leute nicht mehr im Schnee schlafen müssen. So, mittlerweile sind 3 Leute krank. Muss mal gucken. Eine Sanitätsstation darf ich schon bauen. Die braucht aber 25 Holz. Die habe ich noch nicht. Ich schmeiß mal gerade hier nochmal wieder die 15 Leute rein. In der Hoffnung, dass ich die noch vor Feierabend zusammenkriege. Aber das sieht nicht gut aus. Nee. 18 Uhr, Feierabend, 21. Dann ziehe ich die da erstmal wieder ab. Eine Sanitätsstation. Das ist auf jeden Fall der nächste Punkt, der kommt. Danach müssen sie mich um Nahrung kümmern und andere Dinge. So müssen wir hier in Frostpunk erstmal überleben. Ein Survival-Aufbaustrategiespiel mit Geschichte. Denn da kommt später noch eine Menge nach. Das Ganze kann man natürlich ja auch frei drehen. Rauszoomen. Später kann man auch noch weiter rauszoomen. Da muss man aber erst ein bestimmtes Gebäude für erforscht haben. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. So, es ist Nacht. Ich stelle mal wieder auf schnell und spule die Nacht vor. Und jetzt haben wir keine Obdachlosen mehr, nur noch 3 Kranke. Die Unzufriedenheit ist wieder zurückgegangen. Um die Kranken kümmern wir uns dann morgen, wenn wir die 25 Holz zusammen haben. Wenn ich auch mal auf ganz schnell stelle. So, da nachts nicht gearbeitet wird, verbraucht sich jetzt natürlich wieder ein Teil der Kohle, die ich eingelagert habe. Das ist mal einfach so. Große Sorgen macht mir dieser Anzeiger hier. So, ich muss durchhalten. Die Leute verlassen sich auf mich, sagt Elizabeth. Das ist richtig so. Mal vorspulen bis 8 Uhr. Da geht die Sonne auf. Im Osten. So, das ist das Signal, dass alle wieder zur Arbeit gehen, die einen Job haben. Und wenn jetzt die 25 Holz zusammen sind, ist gleich der Fall. Dann können wir die Sanitätsstation errichten. So. Da können wir dann welche von unseren Ingenieuren dazu einteilen, sich um die Kranken zu kümmern. Da können keine normalen Arbeiter arbeiten. In manchen Gebäuden können beide Sorten arbeiten, in manchen nur die eine oder die andere. So, ich ziehe... Ne, die habe ich sogar schon abgezogen. Ist gut. Weil die müssen ja da nicht unnötig frieren. So, mittlerweile ist hier hinten der nächste Marker zu sehen. Nach Tag 6 wird zumindest die Temperatur wieder um einen Punkt ansteigen. Das heißt, es geht dann von minus 40 auf minus 30 Grad zurück. Aber da brauchen wir auf jeden Fall Vorkehrungen.
damit uns da nicht so viele Leute erfrieren. Auf jeden Fall haben wir schon mal keine Obdachlosen mehr. Die Leute müssen nicht bei minus 40 Grad im Schnee liegen. Das wäre wohl ihr sicherer Tod. So, ich glaube, wir schaffen das in Kürze, die 200 Kohle für die Quest, die Kälte bekämpfen, zusammenzubekommen. Jawohl, die Kälte bekämpfen ist abgeschlossen. Und die Sanitätsstation. Nahrungsmittel. Der Generator summt mit beruhigender Wärme, aber wir sollten das nicht als selbstverständlich ansehen. Wenn der Generator ausfällt, stirbt die Stadt. Sei achtsam mit den Kohlereserven. Kümmern wir uns jetzt um Nahrungsmittel. Es wird keine Stadt geben, wenn wir verhungern. Finde einen Weg, Rohnahrung bereitzustellen und baue ein Speisehaus, um Mahlzeiten zuzubereiten. Gut, ich werde hier mal 5 Ingenieure in die Krankenstation packen, Sanitätsstation. Aber mittlerweile sind 7 Leute hungrig. Da müssen wir uns auch drum kümmern. Natürlich kosten diese Gebäude Holz. Wir brauchen auf jeden Fall hier Jäger. Aber ich glaube, ich mache das andersrum. Ich baue erst das Speisehaus, weil wir haben noch 100 Rohnahrung auf Vorrat. Und das bedeutet, zu eng. Nicht mehr hin. Schade. Aber ist nicht ganz so schlimm. Setzen wir das da hin. Dann können die nämlich diesen Vorrat, der da momentan noch im Lager liegt, schon mal verarbeiten. Und die mittlerweile 14 hungrigen Leute brauchen nicht so lange warten, bis aus der Rohnahrung dann Essensrationen hergestellt wurden. Und von den nächsten 20 Holz müssen wir dann ganz schnell ein Jagdhaus bauen. Aber ich glaube, das wird heute an Tag 3 nicht mehr passieren. Nee, 20 Holz wird das nicht mehr in einer Stunde. So, aber die Messehalle ist schon mal fertig. Gehen wir eben 2 Leute rein, damit die schon mal Nahrungsmittel produzieren. Hier werden Standardmahlzeiten hergestellt. Es werden 4 Essensrationen aus 2 Rohnahrung produziert. Jetzt ist allerdings Feierabend. Aber morgen früh gibt es dann Essen. Ja, was denkt ihr von diesem Spiel? Es gibt hier optisch natürlich nur begrenzt Sachen zu sehen, aber es hat wirklich eine sehr tiefe strategische Anlage für ganz viele schwerwiegende Entscheidungen. Das kommt alles im Laufe der Zeit dann noch. Bisher hatten wir schon mal einen ganz guten Start. Das habe ich schon mal schlechter hingekriegt, muss ich dazu sagen. Schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, was ihr bisher so davon haltet. Ob euch das gefällt, wie ihr euch verhalten würdet, wenn ihr in so einer Schnee- und Eiswüste in so einem Lager leben müsstet. Würde mich mal interessieren. Lasst mir ein paar Kommentare da. Und wenn ihr schon mal unter dem Video seid, könnt ihr auch mal auf die Daumen drücken. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao, ciao. Euer Zapp.